Unser Hochbeet hier ist jetzt 13 Jahre alt und hat zwei Umzüge hinter sich und hat jetzt einfach einen Geist aufgegeben. Im Herbst wollten wir es eh neu machen, weil es war absehbar. Man sieht es ja auch an den Balken, dass die einfach durch sind. Naja, und nachdem es aber jetzt anfängt, auseinanderzufallen, wollen wir die Pflanzen retten, die man retten kann. Also hier diesen Estragon, da vorne die Kräuter, die noch da sind, die verschiedenen Allium, und setzen die dann einfach in die Sandbeete im Querbeetgarten, wo es ihnen auch gut gefallen müsste. Und dann werden wir auch auf der Terrasse noch hier die verschiedenen Primeln rausnehmen, die jetzt abgeblüht sind vom Frühjahrsflor. Und die wiederum dürfen dann in den Schattengarten hinterziehen. Und dann sind wieder ein paar Bereiche hinten in den Staudengeschichten geschlossen, weil da sind ein paar Löcher entstanden. Und gleichzeitig ist hier im Hochbeet dann Platz, um das neu machen zu können. Allerdings, der Estragon, der macht es mir jetzt schon nicht ganz leicht. Mal gespannt, wie ich überhaupt da unten reinkomme. Und jetzt lasse ich auch erstmal das ganze Grün noch dran, weil man das ganz gut hernehmen kann, um dann mal dran zu ziehen und zu schauen, wie weit es runter geht. Später beim Einpflanzen werde ich dann einen Haufen von dem Grün wegnehmen, damit dann erstmal die Pflanze neue Wurzeln machen kann. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich mit dem Spaten reingehe und hebel, dass dann die ganze Wand vom Hochbeet auseinanderbricht. Aber gut. Mal schauen, wer eher aufgibt, das Hochbeet oder der Estragon. Ich glaube, ich muss hoch. Sonst. Eigentlich ist ja im Hochbeet nur aufgeschütteter Boden drinnen und der ist von Haus aus natürlich auch lockerer als im Beet. Allerdings haben wir das Hochbeet zweimal ein bisschen aufgefüllt und der Estragon saß da schon und wir haben dann einfach immer ein bisschen Erde oben rüber, wo sich das Hochbeet gesetzt hatte. Und das rächt sich jetzt ein bisschen, weil ich hätte nicht gedacht, dass der so tief drinnen ist. Sag mal, jetzt ist aber gut hier. Hab dich! Wahnsinn! Der hat so richtig dicke, fleischige Wurzeln. Und ich nehme aber an, dass wir ihn in so ein paar Teilstücke dann saubere unterteilen und setzen lieber Teilstücke an, weil so kann man das Monster ja gar nicht verpflanzen. Aber er ist dankbar. Wir haben jetzt jedes Jahr schön ernten können. Von daher. Alle hopp. Da geht's an Ei. Bevor ich mich jetzt hinten ans Wiedereinpflanzen mache in den anderen Gartenbereichen, nehme ich jetzt hier noch die Primeln mit. Weil die Primeln, die haben jetzt die letzten sechs Wochen da auf der Terrasse wirklich schön geblüht. Jetzt sieht man, sie sind fast durch, sind nur noch einzelne Blüten offen und sie haben angefangen, Samen anzusetzen. Aber diese Primmelvarianten, vor allem diese Schlüsselblumenverwandten, die sind langlebig. Also das sind keine Wegwerfpflanzen, sondern die kann man problemlos dann in den Garten setzen. Die verwildern dann auch richtig schön. Und das machen wir jetzt, indem wir die mitnehmen und setzen sie hinten in den Schattengarten rein. Da müssen sie sich vom Standort her wohlfühlen. Und das sind eben ein paar Stellen, wo Pflanzen nicht so gut geworden sind, wo wir die jetzt gut hinsetzen können. Diese Primmelzüchtung mit diesen orange-roten Blüten, die passt jetzt hier in den Bereich vom Schattengarten richtig schön rein, weil hier diese gelben Euphorbien, die Gräser, und dann da vorne die Elfenblume mit dem Rot, da ist das von der Farbkombi wirklich schön. Und wir sind insgesamt mit unserem Schattengarten, den wir letztes Jahr erst angelegt haben, richtig zufrieden, weil hier herinnen machen wir nichts gegen Schnecken, also weder absammeln noch sonst irgendwas. Und die Pflanzen waren alle ausgesucht unter den Aspekten Wühlmaus sicher, schneckensicher und möglichst pflegeleicht. Und wie man sieht, dafür, dass der Schattengarten jetzt erst ein knappes Jahr alt ist, macht sich alles ganz gut. Und selbst diese Hosta sehen ziemlich gut aus. Sie haben leichte Stellen ab und an zwischendrin, aber der Rest
verpasst. Und wer jetzt wissen will, wie wir diesen Schattengarten letztes Jahr angelegt haben, kann sich die ganze Sendung jederzeit in der ARD-Mediathek anschauen. Und auf den Online-Seiten gibt es dann auch die passenden Pflanzlisten dazu. Also welche Sorten, welche Pflanzen hier drin sitzen. Weil das kann man tatsächlich dann als Schnecken sicher empfehlen. Wenn es bei uns funktioniert, viel mehr Schnecken auf einem Fleck gibt es eigentlich nicht. Und die Lücken, die jetzt noch herinnen sind, beziehungsweise die Stellen, wo Pflanzen jetzt erst anfangen, im Mai hochzukommen, wie dieses Schaublatt hier. Das sieht man jetzt nur, dieses eine kleine Blatt hier. Und das wird aber eine richtig imposante Staude, die im Laufe der Zeit wirklich einen Quadratmeter dicht macht und dann auch blüht. Aber die treibt immer erst spät aus. Und das sind jetzt diese Primeln und diese Frühjahrsblüher genau richtig, wenn man die außenrum streut, damit die im Frühjahr eben einen schönen Blütenschwerpunkt bieten. Und dann im Sommer kommt dann das Schaublatt richtig schön zur Geltung und hat Platz genug hier drin. Wow! Und angewachsen sind die echt gut und von der Qualität her sind sie auch gut. Was ist das? Motzteile. So. Daher. Kräuter aus unserem Hochbeet, die dürfen jetzt hier ins Sandbeet rein. Das Sandbeet, das haben wir angelegt jetzt vor 2 Jahren. Und hier haben wir Wert darauf gelegt, dass wir Stauden verwenden, die nach Möglichkeit einmal eingewachsen nicht mehr gegossen werden müssen und die auch wieder schneckenresistent, ist vielleicht zu viel gesagt, aber robust gegen Schnecken sind. Und wie man sieht, hat sich es auch hier ganz gut gemacht. Wir haben einzelne Ausfälle durchaus mit dabei. Also ein paar Pflanzen haben unsere Schnecken nicht überlebt, aber der Rest sieht gut aus und da kommt jetzt hier der große Lavendel hinten mit rein. Und der Vorteil von diesem Sandbeet ist tatsächlich, dass der Boden wirklich auf 20 cm aufgefüllt ist mit Sand, dass es sehr leicht zum Pflanzen ist, was hier in dem Querbeetgarten mal eine ganz nette Abwechslung ist, weil unser restlicher Boden ist ja eher so bindig und steinig und wirklich schwierig zum Pflanzen. Und hier im Sandbeet macht es richtig Spaß, Sachen neu einzupflanzen. Und dieser Sand in dieser Dicke hält auch die Feuchtigkeit einfach sehr gut. Und Beikräuter, was man jetzt hier durchaus sieht, ich habe gerade schon ein paar rausgezupft, kann man die meisten einfach wirklich ziehen. Man braucht da nicht lang rumbuddeln, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und der erste Blütenhöhepunkt ist jetzt in dem Jahr hierin tatsächlich schon durch, weil hier blühen, sage ich mal, von Ende Februar, Anfang März bis in den Mai rein ein Haufen Wildtulpen, Krokusse, wir haben Winterlinge ein bisschen mit herinnen und das ist dann wirklich komplett ein Blütenmeer. So ein paar Reste von den Wildtulpen sind hier noch. Ja, und dann im Frühsommer fangen die Stauden an, bis zum Herbst wirklich mit den verschiedenen Blattstrukturen, mit den Blüten und das ist wirklich was gut funktioniert, zumindest hier bei uns im Querbeetgarten. Und auch da kann man natürlich jederzeit in das Video, wie wir es angelegt haben, reinschauen. Auch das gibt es in der ARD-Mediathek. Von dem Estragon setze ich jetzt nur kleine Teilstücke wieder ein, weil der große alte Busch würde so jetzt eh nur schlecht anwachsen können. Und auch von den Teilstücken nehme ich jetzt das meiste an Grünmasse wirklich weg. Lass nur so 10 cm stehen, weil der muss dann wieder durchtreiben. Und ich habe gesehen, der macht wirklich unten dann wirklich so kleine Neutriebe. Hier sieht man es ganz gut, das ist ein Triebansatz. Da sieht man auch dann die Wurzelfragmente. Also ich denke, wenn ich die jetzt lege, dann wachsen die mit Sicherheit wieder an. Und wenn man gesehen hat, was aus dieser einen kleinen Jungpflanze, die ursprünglich mal im Hochbeet war, für eine Monsterpflanze dann wirklich geworden ist, dann langen 2, 3 so Teilstücke hier in das Sandbeet rein und dann sollte das hinhauen. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei, dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.